Eigentlich können Sie alle hier froh sein, dass das deutsche Volk seit Jahren von Revolutionen die Nase voll hat. Sonst würden wohl heute etliche Bürger dieses Hohe Haus belagern und Sie zum Abdanken auffordern. Das Recht dazu hätten Sie. Schließlich heißt es in Artikel 20 Grundgesetz, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Wenn Sie heute allerdings dem EU-Reformvertrag den Weg ebnen, geben Sie große Teile der nationalen Souveränität an Brüssel ab. Genau hierfür sieht jedoch das Grundgesetz das sogenannte Widerstandsrecht vor. Ich zitiere, gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand. Doris Neuer hat es in der Jungen Freiheit kürzlich auf den Punkt gebracht. Die Quelle ihrer Legitimität ist der deutsche Wähler und sonst niemand. Wenn Sie jetzt unsere deutschen Parlamentsrechte an Brüssel abtreten, verschenken Sie etwas, das Ihnen vom deutschen Volk nur geliehen war. Aber in Ihrer Selbstherrlichkeit ignorieren Sie das bewusst. Für Sie besteht das Volk doch nur aus Wählern, die den Parteien alle 4 Jahre ihre Futtertröge füllen sollen. Richtig wäre es gewesen, die Bürger selbst über den Reformvertrag und seine Folgen abstimmen zu lassen. Aber daran besteht hier offenbar kein Interesse. Angeblich, weil es das Grundgesetz nicht hergibt. Nur wenn es das nicht hergibt, warum ändern wir das Grundgesetz dann nicht? In anderen Fällen ist das auch kein Problem. Also kommen Sie nicht mit der faulen Ausrede, ein Volksentscheid über den Reformvertrag sei rechtlich nicht möglich. Seien Sie einmal ehrlich, seien Sie einmal ehrlich und sagen Sie, wir wollen nicht, dass die Bürger darüber entscheiden. Die machen uns sonst einen Strich durch die Rechnung. Nach dem vorliegenden Gesetzentwurf soll nun bei Fragen der Kompetenzerweiterung der Bundestag mit 2 Drittel zustimmen. Vom Gedanken her ist dies begrüßenswert. Nur wurde dabei offenbar vergessen, dass wir in Deutschland es nicht mit freien Abgeordneten zu tun haben, sondern mit willfährigen Parteisklaven. Diese nicken doch nur ab, was die Partei und Fraktionsführung vorgeben. Das beste Beispiel ist die Verabschiedung des Reformvertrages im letzten Jahr. Dieser wurde samt verfassungswidrigem Begleitgesetz mit deutlich mehr als 2 Drittel Stimmen der Mehrheit angenommen, was hinterher noch als großer Tag für Deutschland gefeiert wurde. Dabei war es einer der Tiefpunkte der deutschen Geschichte. Ich habe damals zu Recht an das Ermächtigungsgesetz von 1933 erinnert. Und ich bin mir auch heute sicher, dass die Mehrheit von Ihnen dem Entwurf wieder zustimmt und sich somit zum Totengräber der deutschen Souveränität macht. Aber es gibt ja auch noch selbsternannte Freiheitskämpfer hier. Die CSU zum Beispiel. Pünktlich vor der Bundestagswahl kritteln Sie am Reformvertrag herum und betonen, wie dankbar Sie doch Ihrem Kollegen Gauweiler sind. Danke, Peter, dass du das für uns durchgeboxt hast. Nun frage ich mich dann, warum Sie in allem April vergangenen Jahres so fröhlich für den Vertrag von Lissabon gestimmt haben. Sie hatten wohl Angst vor der Knute von Frau Merkel. Da war die Linksfraktion schon mutiger. Die hat sogar gegen den Vertrag gestimmt und in Karlsruhe geklagt. Allerdings frage ich mich, aus welchen Motiven? Wahrscheinlich können Sie sich mit der allgemeinen Reisefreiheit in der Europäischen Union nicht so ganz einfreunden. Oder fehlt Ihnen etwa der antifaschistische Schutzwall? Ich komme zum letzten Satz. Damit Sie sich in der EU, der SSR erst so richtig wohlfühlen. Ich nehme Ihnen jedenfalls nicht ab, dass Sie sich hier um die Interessen Deutschlands sorgen, wie keiner hier.